Ja, ganz herzlich willkommen. Freut mich, dass ich einen kleinen Vortrag zum offenen Haushalt halten kann. Insbesondere möchte ich, wie im Programm angekündigt, auf die Frage der offenen Finanzdaten eingehen. Also was man hier sieht, ist www.offenerhaushalt.at. Wir haben jetzt 1000 Gemeinden machen hier freiwillig mit. Die Bürgermeister haben Zugangsdaten bekommen zu dem Portal. Die Finanzdaten waren schon hinterlegt und hier sieht man sozusagen die 1000, die schon freigeschalten haben. Und für die gab es immer schon, ich gebe jetzt ein Beispiel, Kloster Neuburg, gab es immer schon mehrere Visualisierungen gleich zu den Einnahmen und Ausgaben der Gemeinden, zur Entwicklung über die Jahre. Und es gibt hier immer schon auch die verfügbaren Finanzdaten pro Gemeinde. Ich gehe da jetzt zum Beispiel ein bisschen weiter zurück zum Jahr 2016 und hier sieht man zum Beispiel, es gibt hier unterschiedliche Quellen. Warum ist das so? Dazu sollte man wissen, wir beziehen diese Daten von der Statistik Austria jedes Jahr. Das heißt, es gibt zum Beispiel den Rechnungsabschluss 2016 hier von der Statistik Austria, den bekommen wir im Oktober 2017 und spielen ihn in die Plattform ein für alle Gemeinden. Die Gemeinden haben aber auch selber noch die Möglichkeit, Daten hochzuladen. Das hat diese Gemeinde hier in dem Fall auch gemacht. Das heißt, sie hat auch einen eigenen Rechnungsabschluss hochgeladen. Wie funktioniert das ganze System? In Kloster Neuburg zum Beispiel wird in der Regel so im Frühjahr der Rechnungsabschluss des Vorjahres beschlossen. Der ist dann sozusagen fertig, wird im Gemeinderat beschlossen. Dann wird der gemeldet ans Land, vom Land an die Statistik Austria. Dort wird das österreichweit aggregiert, dann bekommen es wir für alle Gemeinden, laden es auf die Plattform und dann kann es jeder sozusagen verwenden, der freigeschalten hat. Die Gemeinde hat aber auch die Möglichkeit, gleich nach Beschlussfassung den Rechnungsabschluss hochzuladen. Das heißt, das hätte man hier jetzt auch schon als CSV-File. Ist das ein bestimmtes Datenformat oder wie? Das ist ein bestimmtes Datenformat, also grundsätzlich ist es nur ein CSV, also das kann man im Excel öffnen und es gibt sozusagen gewisse Spalten, die halt beschreiben Einnahmen und Ausgaben, die da sein müssen. Ja. Genau. Und das ist natürlich jetzt unpraktisch, wenn man als Entwickler vielleicht sagen möchte, ich möchte was mit Finanzdaten zu Gemeinden machen. Ich müsste jetzt zu jeder Gemeindeseite gehen, das ist unpraktisch. Das heißt, es gibt da jetzt was anderes. Man sieht hier beim Menüpunkt Finanzdaten auch das ein Info zum Thema Daten herunterladen. Da steht also, wie man das öffnen kann und so weiter. Und es gibt sozusagen, und das ist das, was ich heute eigentlich präsentiere, das dataoffenerhaushalt.at. Das ist ein spezielles Interface, wo man sich mehr Sachen herunterladen kann. Das heißt, hier kann man zum Beispiel sagen, hier kann man Jahre auswählen, also von welchem Jahr von bis man das hätte, oder vielleicht will man es nur für ein Bundesland haben oder für eine gewisse Gemeindegröße oder eben sozusagen nach einer gewissen inhaltlichen Filterung. Also zum Beispiel könnte ich sagen, ich will hier nur, das ist diese Gliederung, die es gibt in den Rechnungsabschlüssen. Ich kann sagen, ich möchte nur die Daten zum Thema Gesundheitsausgaben von Gemeinden haben. Und eventuell nur Einnahmen oder nur Ausgaben oder beides. Oder eben hier auch die Frage, will ich jetzt nur die Daten der Statistik Austria oder die Gemeinde selber hochgeladen hat. Das ist nämlich noch ein bisschen weitergehender. Und man muss sozusagen, das ist jetzt ein bisschen eine Einschränkung, wenn man ein anonymer User ist sozusagen, muss man mindestens 3 Filter setzen, einfach auch aus Performance-Gründen, damit man da nicht einfach irgendwie ständig Daten anfordert von unserem Server. Was man aber machen kann, man kann gerne uns eine Anfrage schicken, ist auch schon passiert, haben Journalisten gemacht, haben Studenten gemacht, die gesagt haben, wir würden gerne mehr Daten auswerten, wir brauchen bitte einen besseren Zugang mit weniger Filtern sozusagen. Das können wir dann gerne einrichten. Wenn es App-Entwickler gibt zum Beispiel, die jetzt eine Idee hätten, was man mit Finanzdaten machen könnte, dann können die auch mit uns in Kontakt treten. Wir können natürlich auch sozusagen die Daten in anderen Formaten zur Verfügung stellen und ähnliches mehr. Also das ist im Prinzip das, ganz kurz erklärt, was wir im Vorjahr NetIDEE gefördert gemacht haben, dass man diese Finanzdaten weiterverwenden kann. Und es ist auch hier erklärt,
sozusagen, wie diese ganze Systematik funktioniert mit dem Voranschlag, das ist das geplante Budget, mit dem Rechnungsabschluss, das ist dann das tatsächlich sozusagen gebuchte Budget, wie ist das mit den Veröffentlichungspflichten, weil eigentlich sind die Gemeinden verpflichtet, Daten zu veröffentlichen, Finanzdaten, viele tun es halt jetzt trotzdem noch nicht, das ist ja eigentlich ganz gut beschrieben und es sind auch, wenn man sich die Visualisierungen anschauen möchte, da gibt es verschiedene, sind auch relativ umfassend beschrieben. Ja, das war es sozusagen in aller Kürze das Thema weiterverwendbare Daten. Ja? Strohmannsdorf. Da sieht man schon das. Hat nichts. Die haben noch nicht teilgenommen. Okay. Die Gründe, warum. Landerteier auch noch nicht. Ne? Okay, na passt schon. Also, Die Gründe, warum die nicht teilnehmen, wissen wir oft nicht. Das Portal gibt es schon seit Herbst 2013, das heißt schon seit 5 Jahren. Mhm. Und wir machen immer wieder, sozusagen bewerben wir, das ist auch für die Gemeinden kostenlos, sie müssen also da nichts zahlen, um da teilnehmen zu können. Das heißt, sie brauchen wirklich nur, die kriegen von uns Zugangsdaten, um sich einmal ins System anzumelden, können sich die eigenen Finanzdaten von der Statistik Austria, die wir kriegen, einmal selber anschauen und die Visualisierungen, können sagen, finde ich gut, mache ich mit, und mit 2 Klicks haben sie das eigentlich nicht dann veröffentlicht und können teilnehmen. Wäre das eben eine gültige Plattform für die Gemeinden, die das eh veröffentlichen müssen? Oder ja, das wäre genau. Das genau. Ein Dienst, den sie nicht einmal in irgendeiner Form bezahlen müssen? Genau. Ja. Okay, weil sonst, wie machen sie es denn sonst zum Veröffentlichen? Naja, sonst die größeren Städte haben das schon lange so gemacht, dass sie PDF-Dokumente ins Internet stellen. Okay. Genügt jetzt aber auch nicht mehr. Also laut Stabilitätspakt 2012 muss man eigentlich auch weiterverwendbare Daten veröffentlichen. Sie könnten den in der Excel auf die Homepage stellen, ne? Das würde natürlich genügen. Nur ist natürlich ein Excel was eine andere Qualität als zum Beispiel das. Wenn man sich das jetzt mal anschaut von irgendeiner Gemeinde, da sehe ich also auf den ersten Blick Dienstleistungen, das ist der größte Bereich. Mhm. Und da kann ich in den Jahren zurückgehen, ich kann auf die Detailansicht schauen, wenn ich die Entwicklung über die Jahre habe. Sehe also, das sind die Dienstleistungen oder hier gibt es, welche Entwicklungen gibt es da, kann dann auf Einnahmen und Ausgaben wechseln und kann mir dann auch, diese Daten damit 430.000 Euro, kann sagen, wie ist denn das pro Kopf, dann werden die Daten umgeschalten, das sind 373 Euro pro Kopf, weil es nämlich 1159 Einwohner gibt. Ja. Mhm. Und das ist natürlich schon eine andere Qualität, als wenn ich in einem PDF-Dokument durchblättere und Tabellen über Tabellen kriege. Würde einen sofort anspringen, ne? Das genau. Das ist toll. Was wir hier auch haben, ist der Quick-Test. Das ist ein Kennzahlensystem aus 5 verschiedenen Indikatoren. Die rechnen sozusagen einen Notenwert so von 1 bis 5. Da sieht man, Krems in Kärnten hat die Note 4,7, das ist da relativ rot. Oder hier Sölk hat die Note 1,5. Das heißt, dass ihre finanzielle Leistungsfähigkeit nicht besonders toll ist. Schauen wir uns das vielleicht da im Detail an, den Quicktest. Also da gibt es diese Indikatoren, die sind auch erklärt, öffentliche Sparquote, Eigenfinanzierungsquote, Quote freie Finanzspitze, Verschuldungsdauer, Schuldendienstquote. Also das sind einfach, die haben eine Verschuldungsdauer, die sehr hoch ist, die sind sehr verschuldet offensichtlich und können das aus eigenen Mitteln gar nicht mehr zurückzahlen. Ne? Also das ist sozusagen ein Beispiel für eine schlecht bewertete Gemeinde. Und zeigst du nochmal die sieht man dann die Bereiche, du hast jetzt gesagt, von wegen, die können die Schulden nicht mehr zurückzahlen, sieht man, wo sie die starken Ausgaben haben eigentlich? Können wir das bei sowas irgendwie sehen? Ja, das müsste man schon sehen. Also erstens einmal gibt es... Also wo da der Knackpunkt vor allem ist. Es gibt eine spezielle Ansicht auch über die Schulden und Haftungen. Ja. Und da sieht man zum Beispiel jetzt einmal, dass offensichtlich die Schulden 2015 rasant gestiegen sind. Und von 2014 auf 2015. Aber was man nicht erkennt, ist warum. Ja, schauen wir mal. Ja, nicht ganz. Das ist jetzt... also das ist offensichtlich da, das sind diese 6 Millionen Schuldendeckungsart. Das ist jetzt sozusagen leider nicht sehr sprechend, was das eigentlich genau ist. Ja. Aber sie haben da offensichtlich in den Vorjahren so irgendwie so 3 Millionen Schulden gehabt.
Und dann haben sie das verdoppelt. Ne? Haben sie wahrscheinlich möglicherweise einen Kredit aufgenommen. Ne? Ja. Also man sieht auch in den Vorjahren, war dieser Schuldenwert immer da. Das ist auch jetzt nichts Unübliches, dass eine Gemeinde Schulden hat. Ja? Klar, ne? Aber sie haben da offensichtlich einen Kredit aufgenommen. Gemacht, das ist die Frage. Genau, das sieht man nicht. Das sieht man jetzt. Da gehen wir wieder zur Gemeinde und müssten da jetzt zu den. Da schauen, wo der große Profit ist. Ja, wir haben gesagt zwei. Oder gehen wir da vielleicht einmal? Dienstleistungen 2 Millionen. Aber da weiß man halt wieder nicht, wo es ist. Ja, also das ist jetzt immer im falschen Jahr. Aber da gehen wir mal in die Detailansicht. Na, da sieht man sie. 4 Millionen und 1 Million. Also die haben offensichtlich Ausgaben gemacht im Bereich. Was ist das? Soll ich runterscrollen? Betriebe mit marktbestimmten, da ist der hohe Brocken. Genau. Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit. Das wird sein. Aha. Und da sieht man so. Touristisches wieder sein, ne? Nein, das ist da Abwasser. Betriebe der Abwasserbeseitigung. Okay. Da war der Tipp ja. Also, das heißt, die haben höchstwahrscheinlich eine Kläranlage gebaut. Ja, Kläranlage oder Kanal. Oder einen Kanal saniert oder so. Ja. Deswegen haben sie Schulden gemacht. Ja. Das ist die Vermutung, genau. Und da nehme ich auch an, dass man im Quicktest sehen wird, dass eben da in den Jahren das halt dann wesentlich schlechter wird. Ja. Schauen wir dann nochmal zum Quicktest. Gibt es einen ganz Zeitverlauf? Interessant wäre ja, wenn man dann zum Beispiel detaillierter in die Ausgaben reingehen kann, was haben sie für Gemeinde, Mieten und was haben sie, also dass man sowas auch sieht, gibt es das auch? Das gibt es auch, ja. Das gibt es auch. Also hier sieht man auch sozusagen, wie der Quicktest über die Jahre schlechter wird. Also insbesondere da 2013 gab es offensichtlich sehr wenig und 2014, 2015 ist es wieder schlechter geworden, weil sie da Schulden gemacht haben. Mhm. Ne? Also man sieht das schon auch genauer bei den Ausgaben. Also wenn wir jetzt da nochmal zu den Dienstleistungen gehen, wir waren da Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit. Man sieht dann darunter noch eine Tabelle, wo sozusagen da die Einnahmen und Ausgaben aufgelistet sind. Und da sieht man, da müssen wir jetzt. Ja, das ist schon gut, ja. Da sieht man jetzt dann wieder sozusagen Verwaltungs- und Betriebsaufwand oder sind es Zinsen oder sind es Leistungen für Personal und so weiter. Beziehungsweise wird das jetzt da sein, genau da sind die 4 Millionen, weil das ist Ausgaben für Vermögenserwerb. Also die haben, die haben die haben irgendwie eine Kläranlage gebaut, vermute ich jetzt. Ja. Weil für einen Kanal wäre das sonst dann nicht da drinnen. Ja. Also die haben was gebaut und haben da deswegen so viel ausgegeben. Ja. Super. Das war's im Prinzip. Danke. Danke.